Herzlich willkommen zu einem neuen Weberwerke Bikepark-Check. Wir sind hier heute zum allerersten Mal im Greenhill Bikepark. Der ist im Sauerland, gar nicht unweit von Winterberg. Ich glaube nicht mal 20 Minuten oder so. Erst vor ein paar Wochen aufgemacht. Auf insgesamt knapp 200 Höhenmetern haben die Jungs hier 14 verschiedene Trails hingezaubert, kann man wirklich so sagen. Das Ganze geht mit grünen Trails los, beziehungsweise ein grüner Trail, es gibt 4 blaue Trails, 5 rote Trails und ganze 4 schwarze Trails. Ja, für jeden, glaube ich, was dabei. Das Ganze funktioniert mit einem Schlepplift. Ich glaube, bei hoher Kapazität werden auch beide Seiten vom Schlepplift angemacht, sodass man gleichzeitig mehrere Leute befördern kann. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal die besten Bits hier aus den Greenhill Bikeparks und gucken, was so geht. Viel Spaß! So, wir fahren auf den blauen Trail Jones and Pablo. Raschelt hier gerade wieder an dem neuen Rad. Ich muss da immer noch kurze Fehleranalyse machen, dass ich da nicht richtig festgezogen habe. Den hätte man doublen können. Auf die Think Bold, auch eine 8,0 schwarze. Kleine flache Doubles hier, meinte Clemens gerade. Also auf jeden Fall schon geil. Low attention. Und wieder zurück auf die Think Bowl. Ich glaube, da kann man gut reingeppen, wenn man weiß, wo es lang geht. So,
So, es geht auf die Jukebox Rote Line mit einem Trail Score von 7,0. Hahn meinte einige nicht ganz so groß, aber dafür etwas steilere Sprünge als die, wie hieß sie noch gleich, die wir eben gefahren sind. Als die andere Jumpline auf jeden Fall. Hier mit dem. Boah, muss aber arg in die Eisen gehen. Aber geil, mal so ein bisschen steilere Sprünge oder auch steilere Doubles vor allem zu haben. Ist ja sehr Bikepark-untypisch. Erinnert schon ein bisschen an Kalnica in der Slowakei. Noch eine dicke Hip. Geil. Hier auf der quasi von unten gesehen rechten Seite vom Hang. Jetzt habe ich eigentlich die Ausfahrt verpasst, wo ich rein wollte. Jetzt kürzen wir mal hier ab in die Rote. Geht es auf jeden Fall jedes Mal in die Jones und Pablo oben zum Starten rein, in die blaue. Dann kann man hier in die rote Timeshift wechseln. Auch schon ein bisschen Sandkasten ist gerade. Kann man von hier über die Airtime Section zur Jumpline, die dann quasi einen Hang weiter rüber geht. Bei dem Drop muss man ein bisschen aufpassen, dass man den schön wegdrückt, nicht zu weit fliegt. Dann geht es hier mit ziemlich guter Geschwindigkeit auf die Jumpline. So, die sind wir auf jeden Fall schon gefahren. Die auch. Ich glaube, die Mixtape noch nicht. Müssen wir die vielleicht mal checken. So, die Mixtape, wie gesagt, auch noch nicht gefahren. Rote Line, Trail Score 5,5. So. Ja, ich glaube, es hat schon Grund, dass die Mixtape heißt. Bisschen was von allem. Ein paar kleine Jumps, ein paar kleine rougher Sections. Den hätte man dubbeln können. Jetzt hier unter der anderen Line her. Boah. Okay. Weiter geht's hier im Mixtape. Oh, whoops. Okay, jetzt habe ich auch langsam den Gist hier verstanden von dem Mixtape. Die ist halt so gebaut, dass
theoretisch jedermann fahren kann, aber dass man halt auch andauernd irgendwo richtig abziehen kann, wenn man denn weiß, wo. Zum Beispiel hier hätte man abziehen können. Heute übrigens knappe 37 Grad, es ist heißester Tag des Jahres. Also genau das Richtige zum Fahrradfahren. So, wir fahren auf die schwarze Line Groomer. Die Trails haben ja alle so einen Trail-Score. Das hier ist eine 8,0. Wir haben jetzt gerade nochmal vier Kettenglieder rausgenommen. Die Kette jetzt genug gespannt ist. Ich weiß nicht, wie mir das vorhin beim Aufbauen passiert ist, dass sie erst gespannt war und sobald ich 50 Meter gefahren bin, nicht mehr. Das ist auf jeden Fall sehr verwurzelt. So. Jetzt auf den Mammut? Ja. Alright. Also, der spaltet sich gleich nochmal hier so mit so einem Ziehweg. Dann kommen ganz zum Schluss da die Drops, aber. Alright. Halt mal nochmal. So, next up ist der Mammut. Auch ein schwarzer Trail. 8,8. Trailscore. Und auf jeden Fall ultra dusty. Alter, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Bikepark war, als es so dusty war. Ich sehe gar nicht mehr den Untergrund teilweise hier. Sandkasten hier. Der ist schon sehr trocken jetzt. Ja. Aber gut, bei 37 Grad kann man das jetzt keinem übel nehmen. Weiter? Weiter geht's. So. Nächste Section vom Mammut. Rowdy. Richtig rowdy. Manchmal so ein bisschen mehr auf Kämmer, manchmal nur leicht auf Kämmer. Konnte ich jetzt gerade nicht einschätzen, ob ich da abbremsen musste oder nicht. Hat wohl gepasst. So, jetzt geht's hier auf den infamous Buggy Drop. Man hinterlässt auf jeden Fall eine krasse Staubwolke. Ganz wichtig, hier unten gibt es eine Servicestation. Nicht nur mit den ganzen Tools, sondern auch mit Luftdruck, sogar mit Weberwerke, Schlauchverlängerer. Also wenn ihr die nötigsten Sachen am Rad erledigen wollt, könnt ihr das hier unten direkt an der Station machen. Und Werkzeug haben wir da hinten auch in der kleinen Werkstatt. Ich habe eben auch schon ein paar Sachen ausgeliehen, um gerade noch meine Kette zu kürzen und so. Das ist mal ganz angenehm im Bikepark auf jeden Fall. So, wir sind wieder auf dem schwarzen Mossing Trail unterwegs und versuche jetzt mal einmal Groomer Top to Bottom zu fahren. Eben sind wir einmal irgendwo anders reingefahren. Genau, eben sind wir in den Mammut und jetzt fahren wir mal
den unteren Teil vom Groomer. Das ist auch schwarzer Single Trail mit einer lokalen Bewertung von 8,0. Also wie gesagt, heute ganz schöner Sandkasten, ne? Wenn sich das mal anguckt. Jetzt bin ich verwirrt. So, ja, Groomer entweder hier vorbei oder hat er noch einen anderen Weg, den ich verpasst habe. So, okay, dann scheint der Groomer hier vorbei zu sein. Dann geht's hier entweder in den Mammut oder in den Canadian Tuxedo. Oder hier geht's straight in den Groomer, das könnte auch sein. Wir probieren es einfach aus. Oder wir landen von hier in dem roten Trail. Ich weiß es nicht. Nee, scheint richtig zu sein. Scheint der Groomer weiterhin zu sein. Alter, ist das ein Sandkasten. Also, Mile High Club, Jumpline, chillig. Okay, da hätte ich mal treten sollen. Okay, auf jeden Fall ein oder andere große Hit dabei. Ich habe zum ersten Mal gefahren. Auf jeden Fall an ein, zwei Stellen noch schneller sein können. Die aber jetzt noch 10-mal länger. Ja. Das wär's. Parkplätze gibt es direkt hier unten, quasi vorm Lift. Und falls die ausgelastet sein sollten, gibt es ein bisschen weiter die Straße runter auch noch mehrere Parkplätze. Außerdem gibt es direkt hier unten auf dem Parkplatz noch eine Motorex-Waschstation. Die kommt, glaube ich, auch einigen zugute. Und ja, hier unten direkt ist quasi so eine Hütte, wo es Essen gibt, Getränke und so weiter. Quasi direkt neben dem Lifteingang. Also alles, was das Herz begehrt, ist auf jeden Fall da. Das war der Greenhill Bikepark hier in Schmallenberg im Sauerland. Wie gesagt, in der Nähe von Winterberg. Ja, eine nahezu 10 von 10. Dafür das, was man hier rausholen kann, auf jeden Fall schon einiges draus gemacht. Ich persönlich könnte mir noch ein, zwei Erweiterungen vorstellen. Zum Beispiel so eine Slopestyle-Line und so eine riesige Big Pike, Big Mountain Freeride-Line. Hier ist auf jeden Fall noch Potenzial am Hang, aber jetzt schon innerhalb kürzester Zeit 14 Strecken hier rausgezimmert zu haben, ist auf jeden Fall auch schon eine Meisterleistung. Hier steckt richtig viel Mühe und richtig viel Arbeit drin. Und ich glaube, das wird auch von den Leuten gut geschätzt. Auch sonst die Vibes hier, ist jetzt gerade zum Beispiel gerade so eine Summer-Barbecue-Session, die jetzt gerade noch im Gange ist und so.
Scheint richtig geil zu sein, man fühlt sich auf jeden Fall richtig wohl hier. Und ich kann den Bikepark nur weiterempfehlen, auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall abzuchecken. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Konkurrenz zu den bestehenden Bikeparks, die sich jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen, könnte ich mir vorstellen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos mitnehmen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Gerne ein Like da lassen. Weberwerke Channel abonnieren für weiteren Mountainbike, Motocross und so weiter Content. Und ja, dann viel Spaß beim nächsten Video.